Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. In der Vorlesungsreihe der Biodiversität sind wir bei der 12. Vorlesung angelangt und jetzt beschäftigen wir uns mit den Vierfüßern, den Tetrapoda, und sind damit schon relativ nah dran bei Menschen, aber zumindest bei vielen Vertretern, die man schon mal so gesehen hat, wie man hier anhand des Bildes schon erahnen kann. Okay, wie immer schauen wir uns erstmal an, wie sich die Taxonomie der Vierfüßer zusammensetzt, und da gehen dann die einzelnen Gruppen rein. Das wären die Schneidwirbler Temnospondyli, die Embolomeri, die Gephyrus degidae, die Simoria morpha, die Diadectomorpha, dann die Mikrosaurier, die Kleinechsen, die Lysorophidae, die Adelospündyl, die Nektridea, dann die Eistopoda, die Schlangenlorche, und die Nabeltiere Amniota, und bei denen dann genauer schauen wir uns an ihren Aufbau und ihre Funktion ihres amniotischen Eis sowie ihrer Gebärmutter und was Oviparie bedeutet. Okay, langer Fahrplan für heute, aber den kriegen wir abgearbeitet. Wir fangen natürlich da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, quasi bei der Taxonomie. Wichtigstes Merkmal der Vierfüßer ist, wie der Name es vermuten lässt, das Vorhandensein von vier zumindest rudimentär vorhandenen Fortbewegungsgliedmaßen, in der Regel in Form von Bein, Arm oder Flügeln. Ansonsten sind die Tetrapoda in ihrer Erscheinung überaus vielfältig und lassen sich in folgende Gruppe untergliedern. Hier sind sie. Da haben wir jetzt erst die Schneidwirbler, die Temnospondyli, das ist eine Ordnung. Dann haben wir die ausgestorbene Familie der Gephyrus degidae. Dann haben wir die Ordnung der Kleinechsen, Mikrosaurier, die auch ausgestorben sind. Ebenfalls ausgestorben die Ordnung der Diadectomorpha. Eine weitere ausgestorbene Ordnung sind die Simoriamorpha. Ebenfalls nicht mehr auf der Erde vertreten ist die Ordnung der Lysorophidae. Genauso wie die Ordnung der Adelospindyl. Dann die ranglosen Amniota, die Nabeltiere, die sind noch vorhanden. Die Schlangenlorche Eistopoda, auch eine ausgestorbene Ordnung. Die Nektridea, eine ausgestorbene Ordnung. Und last but not least, die ausgestorbene Ordnung der Embolomeri. De facto ist eigentlich hier alles ausgestorben, außer unseren Vorfahren, das heißt von Vierfüßern, die heute rezent nachfahren, die Nabeltiere Amniota. Der Vollständigkeit halber schauen wir uns aber auch die ganzen ausgestorbenen Gruppen an. Natürlich jetzt nicht im Detail bis zur kleinsten Art, aber zumindest damit wir wissen, was wir hier betrachten und wie wir das eventuell ein bisschen abgrenzen können, obwohl das nicht leicht ist. Wir fangen an mit den Schneidwirblern, den Temnospondyli. Ihr Name leitet sich aus den griechischen Worten Temnein, was schneiden, und Spondylos, was Wirbel abbedeutet. Die Gruppe starb vor ca. 110 Millionen Jahren in der Unterkreide aus. Sie haben über 100 Millionen Jahre gelebt und deswegen konnten sie sich an die verschiedensten Ökosysteme anpassen, waren also sehr vielfältig. Es gab nämlich terrestrisch, marine und limnische Arten, also landbewohnte, Salzwasser- und Süßwasserbewohnte Arten, was dazu führte, dass sie verschiedenste Merkmale aufweisen konnten, die sie anderen Gruppen zugehörig erscheinen lassen, was natürlich im Endeffekt dazu führt, dass ihre genaue Stellung morphologisch sich nur überaus schwer bestimmen lässt. Allerdings hat man einige Merkmale definiert, die man als Abgrenzungskriterien wählen sollte. Das ist erstens, der Parasphenoidknochen des Schädels ist mit dem Flügelbein aus Pterygium verbunden. Zweitens, zwischen den Knochen des Flügelbeins sind Öffnungen, die interpterygoid vacutis zu finden. Drittens, der Steigbügel Stapes des Ohrs ist mit dem Parasphenoidknochen verbunden. Viertens, der Schlossknochen Kleitrum ist dünn, wie hier in der Abbildung rechts dargestellt. Damit kommen wir dann auch schon zu den Embolomeri. Diese Ordnung starb vor ca. 279,5 Millionen Jahren in Unterperm aus. Und man vermutet, dass die Vertreter wahrscheinlich aquatisch als Fischfresser, sogenannte Piscivore, lebten. Durch ihre Vermehrung der Wirbel auf 40 Stück bilden sie eine längliche Körperform aus, also quasi ihr Körper wurde langgestreckter. Die Wirbelbereiche Pleurozentrum und Interzentrum hatten einen zylindrischen Aufbau, der hohe Beweglichkeit und damit Schlängelbewegung ermöglichte. Ja, die Gephyrus degidae, die starben im Carbon, genauer dort im Muscovium des Pennsylvanium vor ca. 310 Millionen Jahren aus.
Sag den Satz am besten mal zu irgendeiner eurer Lehrerin. Haben Sie schon gewusst, dass die Gefrorste Gedar im Moskowium des Pennsylvania vor ca. 310 Millionen Jahren ausgestorben sind? Weiß kein Mensch, was mit anzufangen, außer man hat sich mal die ganze Leiste der Zeitalter nach der neuen Aufteilung mal angeschaut. Okay, das wäre aber was anderes. Bleiben wir weiter bei der Gruppe. Über diese Vertreter ist nicht sehr viel bekannt, weshalb ihre Stellung als nicht sicher gilt. Kleine Frage für zwischendurch, wie nennt man das? Kleine Antwort von meinerseits dazu, in Incerta Sedis. Nur als kleine Wiederholung gleich mal so zwischendurch. Okay, wo waren wir? Genau, die Vertreter sind alle echsenartig, hatten viele spitze Zähne und das ist eigentlich ganz typisch für die Insektivoren, also Insektenfresser, weswegen man natürlich davon ausgeht, dass sie auch dazu gehörten. Allerdings kann man sie aufgrund genetischer Unterschiede nicht zu den Echsen zählen. Damit kommen wir zum fünften Gruppe, die wir heute behandeln, die Semuriomorpha, wo es ja eigentlich genau genommen nicht die fünfte Gruppe ist, der erste Punkt war Taxonomie. Allerdings, die Ordnung der Semuriomorpha starb im Oberperm vor ca. 258 Millionen Jahren aus. Die aquatischen Vertreter hatten drei äußere Kiempaare und ein Seitenlinienorgan, eventuell auch Elektrorezeptoren, also Rezeptoren, die elektrische Felder gespürt haben, wie alle Lebewesen sie ausstrahlen, allerdings auch einige Mineralien oder elektrische Geräte und quasi damit eine Art, sagen wir, indirekten Näherungs- oder Entfernungstastsinn. Sind. Das Seitenlinienorgan ist dem recht ähnlich. Alle Vertreter hatten ein verstärktes Axialskelett, zahlreiche Rippen vom ersten Halswirbel bis zu den ersten Schwanzwirbeln, wobei jene der Brustregion verstärkt waren. Die Verlangeformel lautet für den Vorderfuß 2, 3, 4, 4, 3 oder 2, 3, 4, 5, 3. Für den Hinterfuß 2, 3, 4, 5, 3. Verlangeformel heißt nichts anderes als wie, ja, sagen wir mal, für jeden Finger einzeln darstellt, wie viele Abschnitte er zwischen Knöcheln hat. Das schauen wir uns jetzt auf der nächsten Folie aber mal genauer an. Der Begriff Phalangenformel leitet sich erstmals aus dem lateinischen Begriff Phalanx Singular, beziehungsweise Phalangen Plural ab und bedeutet so viel wie Reihe. Hier rechts dargestellt sehen wir auch mal einen Fingerknochen und wir sehen die Phalanxen, was hier bezeichnet ist, diese Abschnitte zwischen den Knöcheln, das ist halt eine Phalanx und ja, die werden bei dieser Phalangenformel quasi gezählt. Denn mit ihr wird beschrieben, aus wie vielen Gliedern, den Phalangen oder Singular der Phalanx, ein Finger oder ein Zeh besteht, wobei jeder Abschnitt nach einem Knöchel eine Phalanx darstellt. Die Formel eines menschlichen Fingers, wie hier rechts, wäre danach gleich 3. Könnt ihr selbst noch zählen, beugt euren Finger und dann zählt quasi von der Fingerspitze aus, ja, wie viel Bereiche zwischen den Knöcheln sind, das sind natürlich 1, 2, 3. Ihr könnt quasi auch zählen, wie oft, wenn ihr eine gerade Linie ziehen würdet, wenn ihr eine Faust ballt, wie oft der Finger einen Bogen macht. Als normaler Mensch sollte das 3 sein. Und die Formel einer Gliedmaße setzt sich aus den Formeln der einzelnen Finger 10 ab und wird mit einem Bindestrich getrennt. Die Phalangenformel einer menschlichen Hand wäre damit 2, 3, 3, 3, 3. 5 Finger, wovon der erste der Daumen aus zwei Gliedern und die restlichen aus je drei Gliedern bestehen. Wenn ihr eine Faust ballt, könnt ihr das auch ganz gut testen. Wie gesagt, bei den meisten Fingern habt ihr halt die drei Biegungen. Der Daumen allerdings, der knickt quasi nur zweimal ab, wenn wir so möchten, und hat deswegen nur zwei Phalangen. Ja, und für viele, die bewandert sind in der Medizin, die werden sagen: Oh, Moment, Moment, 5 Finger, das geht gar nicht. Wir haben einen Daumen und 4 Finger. Medizinisch gesehen ist das durchaus korrekt. Das ist eine medizinische, nennen wir es mal, Hilfskrücke, die wirklich dazu dient, halt den Daumen zu spezialisieren, weil er halt andere Funktionen und einen anderen Aufbau hat. Medizinisch ist es total top, das ist sinnvoll. Biologisch hat es eher weniger Sinn, weil da müssten wir für jede Gliedmaße oder ja, für jede Einheit eines Fingers oder so, die eine andere Phalangenformel aufweist, einen anderen Begriff finden. Deswegen in der Biologie sprechen wir immer noch von Fingern. Damit kommen wir zur Gruppe der Diadektomorpha. Diese starben unterm Perm vor ca. 272 Millionen Jahren aus und unter ihnen sind sowohl Fleischfresser als auch Pflanzenfresser, sprich Karnivoren und Herbivoren, vertreten. Die Vertreter lebten teilweise im Wasser, teilweise am Land, also semiaquatisch und ja,
Eigentlich also entweder semi-aquatisch, semi-terrestrisch oder terrestrisch. Ihr Hauptmerkmal besteht darin, dass sie sowohl amphibische als auch reptilienhafte Merkmale besitzen und ihre Zähne keinen labyrinthodonten Aufbau aufweisen. Nochmal als kleine Erinnerung: labyrinthodonter Aufbau, das bedeutet, wenn man den Zahn ja querschneiden würde und würde von oben drauf schauen, dann würde es aussehen, als hätte der Inhalt quasi eine labyrinthförmige Anordnung, daher dieser Name. Ja, dann sind wir schon bei den Kleinächsten, den Mikrosaurier. Deren Ordnung starben unteren Pären vor ca. 272 Millionen Jahren aus und ihr Name setzt sich aus den lateinischen Begriffen Mikro für klein und Saurier für Echsen zusammen und geht auf ihr echsenartiges Äußeres und ihre maximale Größe von 60 cm zurück. Also der Name durchaus sinnvoll gewählt. Das eindeutige Unterscheidungsmerkmal von ihnen ist das Fehlen der Schädelknochen intertemporale und supratemporale. Also wirklich kein Merkmal, was man ohne Schädelkunde zu besitzen und ohne das, ja, ohne den Schädelquarz zu extrahieren, wirklich gut erkennen könnte. Den auf der Erde lebenden Vertretern fehlt sowohl das Seitenlinienorgan als auch Kiemen. Alle Vertreter hier hingegen verfügen über Gliedmaßen, doch bei den in der Erde lebenden Arten waren diese stark zurückgebildet, also eher schlangenartig. Über die Ernährung ist nichts Sicheres bekannt und damit sind wir dann auch schon bei den Lysophidae. Die Ordnung der Lysophidae starb im unteren Perm, genau im Caesuralium, vor ca. 272 Millionen Jahren aus. Wichtigstes Merkmal bestand darin, dass ihr schlangenartiger Körper aus 99 miteinander verbundenen Wirbeln bestand. Ihr erinnert euch am Griff, Holospondylen. Hier sehen wir es auch in der Abbildung. Hier würde ich sagen, sieht ähnlich aus wie ein Aal oder eine Schlange. Gut, da sind noch ein paar rudimentäre Gliedmaßen zu erkennen, aber was soll's. Wie ich schon gerade sagte, rudimentär, also stark zurückgebildete Gliedmaßen. Sie hatten Labyrinthodonte-Zähne. Und es fehlte eine knöcherne Hautpanzerung. Und damit kommen wir schon zur Gruppe der Adelospondyli. Die Ordnung der Adelospondyli starb im Unterkörper genau im Serpukhovium vor ca. 323 Millionen Jahren aus. Ihr wichtigstes Merkmal bestand darin, dass ihr schlangenartiger Körper aus 70 miteinander verbundenen Wirbeln, hier nochmal, das sind die Holospondylen, bestand. Die Vertreter wiesen des Weiteren weit vorne liegende Augen auf, die sich an den Spitzenschädel angepasst hatten. Nächste Gruppe, die wir behandeln, sind die Nektridea. Die Ordnung der Nektridea starb im Perm, genau in Guadolupium, vor ca. 260 Millionen Jahren aus. Und die zwei wesentlichen Unterscheidungsmerkmale dieser lurchartigen Ordnung bestehen darin, dass sie 15 bis 26 Holospondylorumpfwirbel sowie Neuralbögen, in denen ein Nerv verläuft, und Hämorrhalbögen, in denen ein Blutgefäß verläuft, in den Schwanzwirbeln aufwiesen. Sprich, um die Wirbel herum, das heißt, nicht genau um diese herum, sondern unterhalb von diesen waren halt noch zwei Bögen, in den einen waren Nerven drinne und den anderen Blutgefäße. Der seitlich abgeflachte Schwanz diente vermutlich als Schwimmorgan, sodass sie sich wahrscheinlich aquatisch oder halbaquatisch fortbewegten und im Wasser lebten. Und alle Vertreter waren Fleischfresser, Karnivoren. Damit kommen wir zu den Schlangendorschen, den Eistopoda. Deren Ordnung starb im Perm, genauer dort im Guadalupium, vor ca. 272,5 Millionen Jahren aus. Der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt unsichtbare Füße und verweist auf das Fehlen von Gliedmaßen. Also Schlangendorsche, ihr seht, der Name passt. Ihr wichtigstes Merkmal besteht darin, dass sie über 230 holospondyle Wirbel sowie ein Schädel mit zurückgebildeten oder verschmolzenen Knochen aufwiesen, der es ihnen ermöglichte, den Kiefer weit zu öffnen. Also es ist schon wirklich, man kann sagen, heute würden wir sagen, es ist eine Schlange, wenn wir es nicht besser wüssten, wenn wir nicht in der Lage wären, genauer genetische Abgrenzungsmerkmale und so weiter zu definieren, würden wir sagen, boah, guck mal, eine Schlange. Ja, die Größe variierte, sie konnte von 5 cm bis 1 Meter erreichen. Der Lebensraum waren wahrscheinlich Sumpfgebiete und Wälder. Und eine rein morphologische Abgrenzung zu den Schlangen ist sehr schwer, da lediglich der Schädel einen anderen Aufbau aufweist.
Sehr folgt die Abgrenzung, wie ich schon vorhin sagte, auf genetische Abweichungen, die keine nahe Verwandtschaft zu Schlangen darlegen konnten. Damit kommen wir zu den interessantesten von der Gruppe, weil ja, wir dazugehören, die Nabeltiere, Amniota. Und ihr Name würde wörtlich übersetzt Schafshäutler bedeuten, da sich der alte Begriff vom griechischen Amnion ableitet. Wie kommt das? Also eigentlich, man vermutet, damit sollte auf ihr wichtigstes Merkmal hingewiesen werden, das Vorhandensein einer Amnionhöhle bzw. einer Fruchtblase. Diese Apomorphie dient zum Schutz des Nachwuchses, der sich bei dieser Gruppe nicht als freischwimmende Larvenform, sondern in einem Ei oder in einer Fruchtblase bei einer vergleichsweise lang andauernden Embryonalphase entwickelt. Zu letzteren gehören natürlich wir, wie wir alle wissen. Das ermöglichte Fortpflanzung, vollständige Entwicklung und Leben an Land und damit natürlich ein evolutiver Vorteil, weil das Land halt noch konkurrenzlos oder fast konkurrenzlos war. Das Innere des Eis wird von außen durch die feste Cuticula, hier mit 15 dargestellt, der harten Kalkschicht in 1, der äußeren und der inneren Schalenhaut 2 und 3 geschützt. Nebenbei, als Abbildung, das hier ist ein Hühnerei, also ihr könntet euch das theoretisch auch direkt anschauen, wird allerdings wahrscheinlich ein bisschen musig werden. Was wichtig ist, diese ganzen Häute sind anfänglich gut durchblutet und gewährleisten so einen Gas- und Flüssigkeitsaustausch mit der Umgebung, ehe sie im späteren Stadium nicht mehr durchblutet werden und verhärten. Das ist dann das Ei, so wie wir es kennen. Die befruchtete Eizelle liegt im Keimfleck, hier mit 9 dargestellt. Aus diesen reift der Embryo heran, während er sich von der Nahrungsdotter 8, bestehend aus gelben 10 und weißen Dotter 11, ernährt. Das Dotter wird von der Dotterhaut, hier in 7 dargestellt, als eine Membran vom Rest des Eis getrennt. Das Ei-Dotter wird vom inneren 12, mittleren 6 und äußeren Eiklar 5 umgeben, welches als Stoßdämpfer dient. Der Schutz funktioniert allerdings nur dann, wenn das Dotter sich in der Mitte des Eis befindet. Musste also evolutiv was passieren, dass das Innere des Eis nicht irgendwie am Rand rutschte. Und dabei hat sich die Hagelschnur hier in 4 und 3 dargestellt entwickelt. Und wer wie der Name sagen lässt, das ist wirklich, kann man sich vorstellen, eine Gewebeschnur, die es quasi an diesen Enden festmacht und dazu führt, dass es nicht weit weg bewegen kann und an dieser Position festhält. Während der Embryo herangreift und wächst, verbraucht er dabei das Dotter und auch natürlich Wasser. Das führt natürlich dazu, dass das Volumen abnimmt, wodurch die Luftkammer 14 zunimmt. Kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir ein gekochtes Ei aufmachen, dass dieser untere Bereich, man sagt ja da, wo die Spitze ist oben, dass dieser untere Bereich einen kleinen Hohlraum aufweist. Und das ist die Luftkammer. Nach der vollständigen Entwicklung ist die Luft aus dieser durch das Einsetzen der Atmung kombiniert mit der fehlenden Sauerstoffversorgung aus der nicht mehr durchbluteten Eischale schnell verbraucht. Logischerweise steigt damit der Kohlenstoffdioxidanteil im Ei und das löst dann den sogenannten Hackreflex des Embryos aus. Das bedeutet, dass er wirklich anfängt mit seinem Schnabel zu hacken und er halt es dadurch schafft, die Schale aufzubrechen, um so wieder an Sauerstoff zu gelangen. Quasi also ist es ein Vorgang, wenn wir so wollen, der eine Erstickung zur Folge hätte, aber so gestaltet ist, dass es einen Reflex auslöst, der die Erstickung versucht zu verhindern und dadurch das Ei aufgebrochen wird. Die andere Variante ist das nicht-amniotische Ei, und zwar hier die Gebärmutter und Oviparie. Die kommt hauptsächlich bei den Säugetieren vor, die natürlich auch Vertreter der Amnioten sind. Und da entwickelte sich das amniotische Ei zu einer Gebärmutter weiter, indem Teile des Chorions und der Uteruswand verwuchsen und so den Mutterkuchen, die Plazenta, bildeten. Dadurch kann der Fötus, der dann hier Embryo genannt wird, seine gesamte Entwicklung im Mutterleib vollziehen, das nennt sich Oviparie, wobei er durch den Mutterkuchen direkt mit seiner Mutter im Stoff-, Wasser- und Gasaustausch steht. So, wir sind, wie ihr an der Hand der Überschrift überall erkennen könnt, mit der Theorie durch.
Wie immer bitte ich euch jetzt Papier und Stift zur Hand zu nehmen, das Video an dieser Stelle zu pausieren und die Aufgaben zu bearbeiten. Ich springe natürlich dann schon mal zur Lösung, so dass ich jetzt hier nicht warten muss, bis ihr vielleicht genügend Zeit hattet, sondern ihr das selber festlegen könnt. Natürlich vergleichen wir dann eure Aufgaben, die ihr gelöst habt, mit den Lösungen, die ich vorbereitet habe und schauen, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Gleich hören wir uns wieder. Okay, kommen wir zur Lösung. Wie ihr seht, ich benötige 6 Folien. Wir fangen natürlich mit der ersten Folie und der ersten Aufgabe an. Die da lautete, nenne 8 Gruppen der Vierfüßer Tetrapoda. Ja, da war einiges an Auswahl. Hier mal ganz unwillkürlich ein paar aufgeschrieben. Die Schneidwirbler, Temnus spondyli, die Embolomeri, die Gephyrus degidae, die Semoria morpha, die Diadectomorpha, die Kleinechsen, Mikrosauria, die Lysoophidae, die Adelus bonduli, die Nectridea, die Schlangenlorche Aistopoda, die Nabeltiere Amniota. Davon hätten 8 dastehen sollen, egal ob auf Deutsch oder Latein. Gut, zweitens. Worum handelt es sich bei einer Verlangenformel und wie müsste diese für den Menschen lauten? Ja, eine Verlangenformel dient dazu zu beschreiben, aus wie vielen Gliedern den sogenannten Phalang, ein Finger oder eine Zehe besteht, weil jeder Abschnitt nach einem Knöchel eine Phalanx darstellt. Die Phalangenformel für den Menschen lautet folglich 2 für den Daumen, der da 2 Phalangen aufweist. Und dann haben wir noch 4 weitere Finger mit jeweils 3 Phalangen, also 1x2, 4x3. Und das ist die Phalangenformel. Drittens. Warum stellte die Entwicklung des amniotischen Eis eine positive evolutionäre Entwicklung dar? Ja, das Ei konnte mit allen notwendigen Stoffen zum Überleben des Embryos entwickelt werden und damit konnte nun das Land als neues Habitat besiedelt werden, sodass der Konkurrenz im Wasser entgangen werden konnte. Ist natürlich klar, haben wir ein Habitat, den wir uns zwar entfalten können, ohne dass es da große Nahrungskonkurrenz gibt oder ich mit wirklich großen Jägern rechnen muss, kann ich mich erstmal gut entwickeln. Viertens. Beschreibe Aufbau und Funktion des amniotischen Eis anhand der rechts abgebildeten Darstellung. Das war ein bisschen aufwendig. Wie ihr seht, ich habe meine Folie quasi kopiert. Und ich lese jetzt einfach noch vor. Das Innere des Eis wird von außen durch die feste Cuticula, der harten Kalkschicht, der äußeren und der inneren Schalenhaut geschützt. Anfänglich sind diese gut durchblutet und gewährleisten so einen Gas- und Flüssigkeitsaustausch mit der Umgebung, ehe sie im späteren Stadium nicht mehr durchblutet werden. Die befruchtete Eizelle liegt im Keimfleck. Aus diesen reift der Embryo heran, während er sich vom Nahrungsdotter bestehend aus gelben und weißen Dotter ernährt. Das Dotter wird von der Dotterhaut als eine Membran vom Rest des Eis getrennt. Das Eidotter wird vom inneren, mittleren und äußeren Eiklar umgeben, welche als Stoßdämpfer dienen. Dieser Schutz funktioniert nur, wenn das Dotter sich in der Mitte des Eis befindet. Daher hält die Hagelschnur es an dieser Position fest. Während der Embryo heranreift und wächst, verbraucht er das Dotter und Wasser, sodass das Volumen abnimmt, wodurch die Luftkammer zunimmt. Nach der vollständigen Entwicklung ist die Luft aus dieser durch das Einsetzen der Atmung kombiniert mit der fehlenden Sauerstoffversorgung aus der nicht mehr durchbluteten Eischale schnell verbraucht. Der Kohlenstoffdioxidanteil im Ei steigt und löst den Hackreflex des Embryos aus, welcher dadurch die Schale aufbricht und so wieder an Sauerstoff gelangt. Ihr seht, in den letzten beiden Punkten ist nichts blau markiert, also auch nichts, was wirklich wichtig war. Aber trotz allem sollte man das der Vollständigkeit halber erwähnen. Und last but not least, fünftens, ordne folgende Aussagen links folgenden taxonomischen Gruppen zu. Möchte ich jetzt nicht nochmal vorlesen, das sind dieselben, wie wir hier hatten. Aussage 1 war, ihre Phalangenformel für den Hinterfuß beträgt 2, 3, 4, 5, 3 und das trifft nur auf die Semoria morpha zu. Das ist nächste. Ihnen fehlen die Schädelknochen, intertemporale und supratemporale. Das sind die kleinen Echsen Mikrosaurier. Ihre Rumpfwirbel verfügen über Neural- und Hämoralbögen. Das sind die Nectridea. Ihr Schädel hat verschmolzene Knochen und ermöglicht es ihnen, den Kiefer weit zu öffnen.
Das sind die Schlangenlorche, Aistopoda. Lässt sich wahrscheinlich noch mit am besten merken, da es halt wie eine Schlange ist und die können ja auch ihren Kiefer ausklinken. Und als letztes, sie haben 99 miteinander verbundene Wirbel, sogenannte Hodospondylen. Und das sind halt die Lysophidae. Ja, damit haben wir das Ende der heutigen Vorlesung erreicht. Ich hoffe, es war für euch lehrreich. Wir setzen unser Streben Richtung Säugetiere weiter fort, aber wie ich schon zum Anfang der Vorlesungsreihe sagte, das wird noch eine Weile dauern. Ich kann nicht mal die Nummer abschätzen, irgendwo zwischen 20 und 25, wenn es gut läuft. Aber das lässt sich wirklich schwer sagen anhand, ja, wie viele Informationen sinnvoll reingenommen werden. Das lässt sich vorher sehr schwer abschätzen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt bis zum nächsten Mal. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Würde mich über Lob freuen, auch über Kritik. Daumen hoch hilft mir immer, wer gerne informiert werden möchte über die Videos. Den möchte ich doch gerne bitten, das Glöckchen anzuklicken. Da soll angeblich dann auch eine Benachrichtigung kommen. Ich habe das bei mir schon mal für andere Sachen, also für andere Kanäle getestet, die ich abonniert habe. Klappt nicht immer, weiß nicht warum. Naja, auf jeden Fall sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit.